Ich darf Sie heute ganz herzlich aus dem Haus der Begegnung, einem Zentrum der Studentenseelsorge des Stiftes Advent in Graz, ganz herzlich begrüßen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Wir alle kennen dieses Gedicht von Kindesbeinen an und unzählige Male haben wir das auch gesagt. Aber was ist es immer wieder, sind wir noch frei für Überraschungen? Das heutige Sonntagsevangelium spricht von dieser Überraschung, wie der Engel zu Maria kommt und sie dann schlussendlich ihr Ja sagt. In diesem Evangelium steht aber auch der Satz, für Gott ist nichts unmöglich. Was traue ich in meinem Leben Gott zu? Rechne ich überhaupt damit, dass Gott in meinem Leben anklopft? Wie oft hat es wahrscheinlich schon versucht und wir haben es überhört. Öffnen wir unsere Ohren, unser Herz und unsere Augen und dann werden wir Gott sehen. Er wird uns überraschen. Er kommt ganz sicher.